Aktuell bieten wir zwei Studienprogramme an. Das eine ist der Studiengang Services Computing, das ist ein Masterstudiengang. Und jetzt ganz neu im Wintersemester 2015/2016 startet das Weiterbildungsprogramm Digital Business Management, ebenfalls ein Masterprogramm. Also wir kooperieren mit vielen Unternehmen und Hochschulen. Hier zu nennen, auf der Unternehmensseite sind 5 große Unternehmen, die sich besonders stark am HHZ, dem Hermann-Holleritz-Zentrum, engagieren. Das sind Bosch, Capgemini, Novatec, HP und IBM. Zusätzlich kooperieren wir aber auch mit Unternehmen wie Daimler und KPMG und wir suchen auch den Kontakt zum Mittelstand. Also das Besondere hier, würde ich sagen, ist vor allen Dingen die gute Infrastruktur, die wir haben. Wir haben große neue Räume, die Professoren sitzen nah an den Studenten auch dran. Die Studenten können auch jederzeit immer zu den Professoren kommen. Der zweite Punkt ist, dass wir vor allen Dingen in der Lehre natürlich sehr engen Kontakt, eine sehr enge Organisation mit unseren Studenten pflegen und vor allen Dingen Rücksicht nehmen auf zum Beispiel auch unsere berufsbegleitenden Studenten, also die quasi das Studium gemeinsam im Unternehmen und bei uns absolvieren. Der dritte Punkt würde ich sagen, wir sind zurzeit, denke ich mal, in einer Phase, wo genügend Professoren hier sind, die hier neu dazugekommen sind, sodass wir eine kritische Masse erreichen, um wirklich identitätsstiftend für unsere Studenten in dem Bereich Services Computing bzw. digitale Transformation zu sein. Ja, dazu ist es ganz einfach, dass Sie auf die Webseite gehen, www.hhz.de. Dort wird der Studiengang und weitere Unternehmungen oder Kooperationen, die wir zurzeit pflegen, aufgelistet. Oder für Studieninteressierte kontaktieren Sie mich einfach als den Studiendekan von Services Computing am HHZ.